Eine der traurigsten Aufgaben von uns Diakonen und Priestern ist das Beerdigen. Wenn Menschen sterben, ist es ein Werk der Barmherzigkeit, sie würdig zu bestatten. Was dieser kleine Engel damit zu tun hat, warum ich auch gerne diesen Dienst tue, was problematisch ist an der Beerdigung und was eines meiner bewegendsten Erlebnisse bei einer Beerdigung ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Bis gleich. Menschen trauern unterschiedlich. Doch manchmal, gerade bei sehr tragischen Sterbefällen, tun sich Menschen sehr schwer mit der Trauer. In den Fällen gebe ich den Angehörigen diesen kleinen Bronzeengel. Er ist wie ein Handschmeichler und kann mitgenommen werden, zum Beispiel zur Beerdigung. Und wenn das Gefühl kommt, es geht nicht mehr, dann hilft meist die Berührung dieses Engels in der Jackentasche. Der Engel hat schon vielen Menschen bei der Trauer geholfen. Es hört sich vielleicht komisch an, aber ich beerdige gern. Es ist eine sehr komplexe und feinfühlige Aufgabe. Vor allem lerne ich dadurch viele Menschen kennen. In den Trauergesprächen wird der Diakon oder Priester mit in die Familie hineingenommen. In diesen Gesprächen wird nicht nur viel erzählt, es wird auch geweint, geschwiegen und manchmal sogar gelacht. Denn gerade die lustigen Geschichten sind mit den schönsten Erinnerungen verbunden. Es ist für mich etwas sehr Wertvolles und Besonderes, wenn Trauernde ihre Erinnerungen mit mir teilen. Die Herausforderung ist oft die Frage, was davon kann ich wie in der Traueransprache auch sagen? Was sollte ich besser nicht sagen? Was ist zu persönlich, ja sogar intim? Was dagegen ruft schöne Erinnerungen an die verstorbene Person bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern aus? Daher sage ich auch in den Trauergesprächen oft, dass ich nicht alles in der Traueransprache sagen werde. Das beruhigt die Angehörigen oft sehr deutlich. Bei ganz vielen Beerdigungen habe ich schon erlebt, dass genau zu dem Zeitpunkt, wenn wir den Sarg oder die Urne aus der Kapelle tragen, die Sonne aus den Wolken hervorbricht. Dann berührt uns ein warmer Sonnenschein und der wirkt sehr tröstlich. Welche Erfahrungen habt ihr mit Beerdigungen gemacht? Lasst dazu gerne einen Kommentar hier und wenn ihr mögt, auch ein Like für den Mike. Drückt auch gerne die Glocke und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Und wenn ihr den Link anklickt, hört ihr eines der beliebtesten Lieder bei den Beerdigungen. Tschüss!